Mein Name ist Ron Gerlach, ich lebe hier in Berlin. Geboren bin ich in Bingen, einer kleinen Stadt in Rheinland-Pfalz. Ich male, ich zeichne, ich fotografiere, experimentiere viel, versuche kreativ zu sein. Und Berlin ist die Stadt, wo man es am besten kann. Malen tue ich, seit ich denken kann. In den 80er Jahren habe ich gemerkt, was ich eigentlich mit meiner Malerei ausdrücken will. Zur Fotografie kam ich Mitte der 70er Jahre. Ich hatte einen Praktikumsplatz gebraucht für eine Schule. Ich bin bei einem Werbefotografen gelandet und habe gemerkt, dieses Medium ist einfach, was mich fasziniert. Meine Arbeit ist eigentlich keine Arbeit. Ich will das, ich brauche das und ich mache das. Kommt von mir. Was ist meine beste Arbeit? Ich weiß es nicht. Man sagt immer, die nächste Arbeit ist die beste. Ich liebe eigentlich alle meine Arbeiten. Inspiriert werde ich durch meinen Alltag, meine Umwelt, alles, was um mich herum ist. Momente, andere Filme, andere Künstler, in Museen gehen. Der ganze Tag ist Inspiration für mich. Ich höre jetzt viel in mich rein und was rauskommt, das seht ihr dann. Mein emotionalster Moment in der Kunst, schwer zu sagen, da gibt es so viele. Mein Adrenalinspiegel steigt sofort, wenn ich ein tolles Gemälde, eine Skulptur, ein Foto sehe. Das ist so oft, dass es mir dann den Atem raubt. Mein Ziel, dass ich noch in meiner Kunst weiterlebe. Ron, mein bester Freund. Alles, was er macht, ist Kunst. Das ist das, was mich am allermeisten beeindruckt. Alles, was er macht, kriegt seinen Ron-Style. Es ist so viel. Es ist Malerei, Fotografie, Dekoration und das zum Teil dann alles durcheinander gebracht. Das sind immer wieder Momente, immer wieder neue Momente. Und ständig passiert was Neues. Und das ist wirklich sehr spannend. Für die Zukunft wünsche ich uns noch viele tolle Jahre in Berlin. Ja, das wünsche ich mir sehr.